Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Secret of Mana. Ja, wir gehen jetzt langsam Richtung Finale, aber das zieht sich ganz, ganz lang. Das kann man eigentlich in drei große Parts unterteilen. Und ja, Leute, ich würde Folgendes sagen. Ich würde sagen, erstmal rufen wir Lufti. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben dreimal Lebenswasser, viermal Schokolade, viermal Bonbon, viermal die Walnuss. Ja, wir sind eigentlich gut ausgerüstet. Denn was jetzt kommt, Freunde, der Baumpalast, ja, der letzte große, große Dungeon, der ist sehr lang, sehr kompliziert, ganz schwierig. Und, ja, nicht umsonst habe ich schon gelevelt. Ich muss jetzt auch gucken, dass ich gut, sag ich mal, klarkomme mit all meinen Zaubern, die ich habe. Wisst ihr was, Freunde, wir machen das folgendermaßen. Ihr seht jetzt, was ich machen werde. Ich, werde Vorsicht zeigen. Vorsichtshalber wirklich noch eine Sache machen. Und ja, die seht ihr jetzt gleich. Und zwar gehe ich nochmal in den vier Jahreszeiten weiter. Ja? So. Und ich hatte eine Sache vergessen gehabt, weil eigentlich sind fast all die Zauber von Lisa nicht so extrem wichtig, mit Ausnahme hier von Laterna. Und eben Vesuvio, aber wir haben ja auch das Kraftwasser. So, und das Kraftwasser ist auf Level 2 oder 3 bei ihr, das weiß ich nicht mehr. Das werde ich nochmal ein bisschen hochleveln. Ich werde dann nochmal, ja, auf Level 4, 5 gehen. Das dauert ein kleines bisschen, vielleicht eine halbe Stunde maximal. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich fertig bin. Und ja, ich werde nochmal zu Raffi gehen oder so, nochmal Lebenswasser holen, alles nochmal aufpäppeln und dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, schönen guten Tag, meine Freunde, ich bin's wieder, du. Ich habe gesehen, dass der selbst auf Level 0, also Frostas Kraftwasser, Frostas Magie ist generell auf Level 0 bei Lisa, 330 aufheilt, das ist sehr, sehr gut. Und dann habe ich mir gedacht, dann brauche ich gar nicht großartig zu leveln, dann lassen wir es sein. Weil ich habe wirklich gedacht, der würde vielleicht nur 50 oder so hochheilen. Nee, der macht tatsächlich schon 330. Und das ist gut. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir zum versunkenen Kontinent sofort. Den sehen wir auch. Das ist so eine, ja, matte Oberfläche. So ähnlich wie das Watt, kann man sagen. Ja, nicht hier, da gehen wir später hin. So ähnlich wie das Watt an der Nordsee beispielsweise. Also es ist, ja, gut zu erkennen. Muss nur die Fläche halt gleich sehen. Wäre gut, wenn die jetzt gleich mal auftauchen würde. Wir sind ja schon häufig drüber geflogen, Leute. Ja, genau. Und ja, das ist quasi der versunkene Kontinent. Und der ist noch versunken. Noch, Freunde. Und hier können wir noch landen. Und ja, sind dann hier wieder in einem Gebiet, Entschuldigung, wo eben die typische Tempelmusik stattfindet. Ja, Freunde, das ist der komplizierteste Dungeon von allen. Das ist der Baumpalast, aber ich liebe ihn, obwohl er so brutal schwierig ist. Ja, ihr seht schon, völlig verzwickt. Und da, wer ist da? Da ist wieder das Trio, aber Markus ist nicht mehr dabei. Hallo Kinder, wollt ihr eine schlechte Nachricht hören? Sobald ich alle 8 Siege gebrochen habe, wird die Dracheninsel auferstehen. Mit dem letzten Siegel wird die Mana-Festung in den Himmel emporsteigen. Oh mein Gott, das müssen wir verhindern. Nur zu dumm, dass ihr das nicht mehr miterleben werdet. Haha, wer will die Kinder? Ich habe noch eine Rechnung zu begleichen. Überlasst sie mir. Okay, gegen Assis, gegen den Assi müssen wir kämpfen. Okay, du bist der Dämonenritter. In der Tat, meine kleinen Sterblichen. Oh Gott. Ja. Ah, ich spüre die Kraft der Hölle in mir. Spürt ihr sie auch? Wir alle sind Diener der Hölle. Und wir werden diese Welt beherrschen. Dazu müssen wir nur die Mana-Festung reaktivieren, um die Menschheit unter unsere Kontrolle zu bringen. Ja, offensichtlich ist die Hölle hinter allem her. Und bei ihm gehe ich bewusst nicht mit Magie drauf, weil er hat das Zauberschild. Und ich kann nicht mit Zaubern gegen ihn wirken, solange mein Gott, solange er eben ja, mit seinen Zaubern gegen uns ankämpft, das ist ein großes Problem. Ah, scheiße. Natürlich kann ich mit Zaubern gegen ihn wirken, wenn er nicht Zauberschild macht.
dann geht's. Aber ansonsten ist es sehr schwierig und ihr seht schon, wir kriegen ordentlich Schaden und da macht schon wieder Traumtulpe. Ja, aber die Bosse, Leute, sage ich bewusst, die sind hier richtig hart. Jetzt lass mich doch mal aufstehen. Der macht schon wieder, siehst du? Du wirst jetzt hier verkettet. Und da kann man nur so gegenwirken. Und schon, nee, Traumtulpe bei ihm. Ja. Ah, nein! Und schon wieder Harzgas. Ja, das ist fies. Ey, das ist so scheiße. Der verkettet mich. So, jetzt muss ich kurz mich natürlich heilen. Das ist eh klar. ...273 Schaden haben wir aber gemacht, das ist gut. Wieso hat er mich gestunt? Oh Gott, wir müssen schon Lebenswasser einmal benutzen. Ja, aber wir machen gut Schaden. Lisa, greif doch mal an! Ach, Lisa kann nicht mehr angreifen, weil Lisa hat die Peitsche. Ich denke schon, was ist denn los? Lisa, geh doch mal mit deiner Dings drauf. Ich denke so, warum gehen wir denn so down? Die ist doch so gut gelevelt. Ja, hier, nimm deine Lanze, Mädel. Auf Kim natürlich auch mal unbedingt ein Bonbon zumindest. Ah, wir können nicht viel. Wir können leider nicht viel dagegen machen. Wir müssen... Ja gut, dann würde ich sagen, Lisa, jetzt heil du uns mal alle auf. Nehmen wir mal Frost das Heilzauber. Auf alle. Ja, sauber. Das ist in Ordnung. Und nochmal. Kannst du ruhig nochmal machen. Ja, in Ordnung. Und dann nochmal bitte einmal nur auf den Helden, das Kraftwasser. Ich will mir meine Magie hier auch aufsparen, Freunde, weil der Baumpalast wirklich sehr, sehr schwierig ist. Darum, ich benutze nur die Magie, die ich unbedingt brauche. Ich versuche, weil wir gut gelevelt sind, wir sind es wirklich, hier alles mit Waffen zu machen. Aber es ist schwierig, wenn er die Traumtulpe wieder einsetzt und wir sind wieder bewusstlos und dann kommt er mit seinen Gasattacken. Ja, und dann spammt er dich da weg. Ah, das ist manchmal auch wirklich eine Glückssache. An manchen Tagen hast du Glück und an anderen nicht. Gut, versuchen wir mal mit Nocturns Zauber was hinzubekommen. Vielleicht können wir so ein bisschen seine Kette so unterbrechen. Aber er hat immer noch Zauberschild drauf, ne? Ja, ja. Das können wir vergessen. Solange der das Zauberschild hat, kannst du es vergessen. Gut, dann machen wir Folgendes. Dann mache ich nochmal Kraftwasser von Frosta auf uns alle drei. Wir werden natürlich gut leveln, wenn wir ihn hier nochmal besiegt haben. Da kommt nochmal gut was drauf. Aber der erste Boss ist schwierig, weil den musst du packen, damit du dann die Möglichkeit hast, weiter zu leveln hier. Gut, versuchen wir mal. Mal sehen, ob Laser Inferno bei ihm was bringt. Aber er ist noch mit dem Zauberschild dabei, ne? Können wir eigentlich vergessen. Ja gut, Lisa, dann level du mal auf Level 6. Oder auf Level was auch immer. Irgendwie ein bisschen hochleveln mal.
Ja, der lässt nicht, der lässt nicht. Ja, am besten dann so. Am besten so, anders geht's nicht. Okay, nochmal den Zauber auf alle. Froster. Ja, gut. Sie hat mit dem Bumerang schon mal gut Schaden gemacht. Das ist eigentlich alles in Ordnung. Ah, du darfst ihn auch nicht berühren. Sein blödes Zauberschild verhindert, dass wir wirklich was machen können gegen ihn. Ja, jetzt geht er natürlich ab. Jetzt geht er ab. Oh Gott, wir verlieren ja alle unser Lebenswasser. Ja, zum Glück gibt es da aber Möglichkeiten, wie wir das ausgleichen können. Das ist schon mal gut. Ich nehme jetzt auch nochmal eine Schokolade. Ja, sauber, wir haben es geschafft, Leute. Boah, ich sag dir, wenn wir weniger gelevelt wären und wir hätten nicht diese gute Angriffsstärke, hätten wir ihn nicht geschafft. Ja, gut. Ich wusste schon, warum ich gesagt habe, den Baumpalast machen wir in mehreren Parts. Weil da ist jeder Boss echt eine starke Herausforderung. Da musst du wirklich aufpassen. Aber wir haben gute Möglichkeiten, das weiterhin hinzubekommen. Und nochmal einen Lanzenorb bekommen. Auch wunderbar. Nein, das kann nicht wahr sein. Doch, es ist wahr. Wir haben dich besiegt. Da, über uns. Wir müssen darauf. Worauf? Ja. Und jetzt treffen wir den letzten Patron, Freunde. Aber erstmal, was ist mit dem Mana-Samen? Das Siegel bricht, wir schaffen es nicht mehr. Hä? Oh nein, zu spät. Raus hier sofort. Wer bist du? Ich bin Hatzinger, der Patron der Bäume. Die Siegel der Mana-Samen sind alle gebrochen. Schon bald wird diese Insel auftauchen. Das ist wieder Riesen-Gaudi. Und du? Ich werde in meinem Palast bleiben und mit ihm untergehen. Feigling, du könntest uns helfen, Mana zu retten. Ja, das könnte ich, wenn Tantalus mich nicht verzaubert hätte. Trotzdem solltest du dich uns anschließen. Wir brauchen jede Hilfe. Ja, Mann, wir brauchen wirklich deine Hilfe. Du hast doch gesehen, wie krass der Boss war. Kommst du nun? Ja, mei, da komm ich halt mit und helf so gut ich kann. Hatzinger schließt sich an. Ja, Hatzinger ist der wichtigste Patron, um das Spiel zu beenden, Freunde. Und wir müssen auch sofort hier raus. Die Erde bebt, schnell, ruft Lufti. Denn sie haben es geschafft. Sie haben die Mana-Samen, das Siegel der Mana-Samen, alle gebrochen. Und sie haben es geschafft, die böse Mana-Festung hervorzurufen. Der Kontinent der Versunkene, er erwacht. Oh mein Gott. Oh ja, Freunde, und jetzt hört euch die Musik mal an. Episch, oder? Die nennt man Darkstar, die Musik aus diesem Game. Hammer. Die ist einfach nur krank. Einfach nur krank. Na, ist Hammer. Ist einfach nur Hammer. Ja, gut. Wir machen Folgendes jetzt, Freunde. Ich will kurz eine Sache testen. Kann ich jetzt schon wegfliegen? Also könnte ich jetzt theoretisch irgendwo landen. Beispielsweise hier. Ja? In Südstadt oder
Gehen wir vielleicht noch weiter nach Nordstadt. Wo haben wir denn Nordstadt? Nordstadt ist ein bisschen besser. Aber wenn nicht, ist auch egal. Dann nehmen wir halt Südstadt. Ist das möglich, woanders zu landen? Oder müssen wir direkt auf dem versunkenen Kontinent landen? Das ist halt die Frage. Komm, gehen wir mal hier rein. Kann ich hier landen? Ja, ich kann. Gut. Das ist sehr gut. Und warum ist das sehr gut, Freunde? Weil wir müssen uns natürlich wieder auffallen. Ja, wir müssen gucken, dass wir hier irgendeinen Laden finden, wo wir was kaufen können. So. Ja gut, dann speichern wir halt schon mal. Das ist eine Sache, dass wir die Sache definitiv abgespeichert haben. Aber es geht ja nicht nur ums Speichern und Mana aufheilen, sondern es geht ja auch noch um mehr. Wir brauchen noch ein paar Items für den Fall der Fälle. Gehen wir nochmal kurz hier hoch. Genau, und der verkauft uns Sachen. Und der fragt, wie kann ich helfen? Ja, und Schokolade wäre ganz gut. Walnuss habe ich noch, gut. Aber Lebenswasser. Lebenswasser brauche ich definitiv. Zweimal noch. Gut, haben wir gemacht. Das wär's. Sauber. Dann sind wir jetzt ausgerüstet. Können wieder zurück zum verlorenen Kontinent. Und machen den Baumpalast weiter. Ja, und so würde ich das machen, Leute. Weil ihr seht ja, wie hart. Ja, wie hart der schon angefangen ist. Dieser Baumpalast. Ja. So, und die Musik von dem versunkenen Kontinent bleibt. So geil. So geil einfach nur. So, da wären wir wieder. Bis zum nächsten Part, Freunde. Dann geht's weiter.